Hallo, ich bin der Renzo, Celani, und ich möchte euch kurz einen Fall schildern, von dem wir auch sehr beeindruckt waren, dass sowas einfach möglich ist, auch mit unserer Methode noch. Es ist ein Junge gewesen, der von Italien gekommen ist, mit der Diagnose PANDAS. PANDAS ist eine Autoimmunerkrankung, die durch Streptokokken ausgelöst wird, und es ist eine neurologische Erkrankung, ähnlich dem Spektrum, man sagt so die Richtung Tourette und Autismus, so in einfachen Worten gesagt. Der lange Begriff ist ziemlich lang, es ist ein ganzer Satz. Dieser Junge, ich kam mit ihm in Kontakt, indem ich mit dem Vater telefoniert hatte. Und dem Vater habe ich dann gesagt, wenn er kommen möchte, kann er gerne kommen. Er hat dann mit der Frau gesprochen und so, und dann hat sie mit mir auch nochmal gesprochen und mit Nicole. Und dann haben wir ihm gesagt, wenn sie kommen möchten, dann kommen sie ohne Diagnose. Das ist uns ganz wichtig. Wir gucken selbst, was wir da testen und was wir da machen müssen oder können. Und das haben sie dann gemacht. Sie kamen dann für 4 Tage letztes Jahr im April, da der Junge im Oktober 2020 die Diagnose bekommen hat. Die Folge mit der Diagnose war Antibiotikaspritzen einmal die Woche und sehr viel Nahrungsergänzung und eine strenge Diät zu leben. Also das Leben wurde dann einfach wie zur Hölle für die Eltern. Und der Junge, der war dann auch so, dass er zwischendurch Ausfälle hatte oder auch Wutanfälle gehabt hat und so weiter, so dass er eigentlich Fahrradfahren und so weiter war eigentlich gar nicht mehr, weil das Bein beispielsweise hat einfach selbst angefangen, das zu tun, was es wollte, und die Finger und die Augen und so, also unwillkürliche Bewegungen kamen da halt rein. Also im April kam er zu uns, ist dann 4 Tage hier geblieben. Wir haben ihn am ersten Abend, also da war nachgetestet, ein bisschen gespiegelt und die Switchings weggemacht, die Traumen und so. Ungefähr 1 Stunde haben wir dafür gebraucht. Dann haben wir ihm ein wichtiges Metallbindemittel gegeben und ein Vollspektrum Omega-3-Öl. Diese beiden Sachen haben sich herausgestellt als Hauptmittel für diesen Jungen. Zeitgleich haben wir ihn, also in dieser 4-Tage-Woche, haben wir ihn jeden Tag 1 Stunde gesehen und behandelt, und danach ist er wieder abgereist nach Hause. Die Mutter hat sich dann gemeldet, dass sie ein neues Kind hat, dass es ein ganz anderes Kind ist, und hat natürlich dann versucht zu schauen, was ist denn da geschehen, und ist dann mit ihm zum Arzt, und sie haben dann eine Kontrolle gemacht, und der Arzt konnte die Streptokokken nicht mehr feststellen, dass sie da Auslöser sind oder dass da überhaupt gerade was am Kochen ist in seinem Körper. Dann hat er die Spritze weglassen können. Das war das Größte, was der Junge für sich wollte. Der hat sich's gewünscht, weil die Spritze sehr schmerzhaft war, immer hat er gesagt. Der Junge hat dann vorsichtig angefangen, wieder so alles zu essen, also die Diäten bis an die Seite zu lassen. Und es hat sich herausgestellt, dass der Zustand angehalten hat. Ab und zu hat er ein paar Ticks bekommen, dass er mal gezuckt hat und solche Sachen. Aber das hat auch sehr viel zu tun mit der Nervosität und mit der Handystrahlung und der Mobilmaststrahlung, die wir da halt in Rom haben. Es sind einige Millionen Handys unterwegs in Rom. Im Sommer 2021 kam er dann ein zweites Mal wieder für 4 Tage. Und da haben wir dann wieder gleich nachgetestet und so. Und wir haben ganz genau denselben Junge wieder vorgefunden, der ruhiger war, die Ticks waren sehr selten. Es war nur unter starkem Stress da. Wenn er beispielsweise Bob fahren gehen wollte und die Schlange war zu lang und er musste 1,5 Stunden warten, dann wurde er ziemlich nervös und dann hat er ein paar Ticks bekommen. Ansonsten war der Junge, man muss sagen, geheilt. Das ist das, was die Eltern sagen, und die Eltern haben gesagt, dass sie ein neues Leben haben. Das wollte ich euch kurz mitteilen, und vielen Dank fürs Zuhören.